mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man Midnight in Moskau als Solostück auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Kapodast habe ich am zweiten Bund, beginne mit den ersten zwei Takten, A-Moll und E7. 3, 4. Jetzt weiter, A-Moll und E7 und dann A-Moll mit einem kleinen Basslauf. Ich habe es bisher hergespielt bis zum Ende der ersten Zeile. Ich spiele es noch einmal durch. Mittleres Tempo. 3, 4. Etwas schneller vielleicht. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Und jetzt kommt ein A-Moll am 5. Bund. 5, 6, 7, 5, 6, 7 und der kleine Finger spielt dann den 8er. Schöner Wechselbass. Und dann geht es wieder in ein C. Bis vom Anfang an, damit die Melodie besser rauskommt, vom Anfang an bis zu diesem zweiten Teil. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Und jetzt kommt ein E mit dem kleinen Finger, der die 2er und die 4 spielt. 3, 4. Am 5. Bund. Ich spiele jetzt diese zwei Takte zusammen. E. Normale A-Moll. Und dann D-Moll. Ich spiele von hier weg 1, 2, 3, 4 diese Takte 2, 3 Mal hintereinander. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Ich bleibe auf dem Moll. A-Moll. E7.
eingespielt. Spiel es noch einmal von hier bis zu dieser Stelle. 3, 4. Der erste Schluss gewesen, jetzt kommt die Wiederholung, spiele 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann den zweiten Schluss, also ich wiederhole, 3, 4, werde langsamer und dann schneller. Jetzt kommt der zweite Schluss, E7. Ich spiele es einmal durch, langsames Tempo. Man kann das Tempo natürlich selber bestimmen, wenn man alleine spielt. Langsamer werden, auch innerhalb des Musikstückes schneller werden. Das gibt dann eine ganz bestimmte Dynamik. Ich spiele es jetzt vom Anfang an bis zum Ende. 3, 4. Ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.